aber alle nehmen jetzt mit der Pause. Gibt es ein Chaos, nicht? Die fahren sich hier fest an die Uferbefestigung. Dann machen wir aus vielen Paddelboote Pfeilboote. Das ist wohl nicht so gut. Die bringen den gesamten Kranverkehr durcheinander. Deswegen haben sie hier ein Schildchen als Verbotsschild, dass sie hier nicht reinfahren. Das zeige ich Ihnen, wenn wir hier ausfahren. Oft bekommen sie das auch nicht so richtig erklärt, wenn sie so ein Paddelboot ausleihen. So, jeder guckt doch mal, die Kästen hier am Fließ hängen, das sind die Fischkästen. Also diesen Fliesen gibt es ja vom Aali, über Zander, Schleif, Leibplätze, Karpfen, echt alles. Was dann mehr gefangen wird, als man braucht. Das war sie Geld. Da war sie so, ich jeden Tag. Das war sie Geld. Ja, ich glaube, im Dorf hast du dann hier ein Gehöft sowas hin. Ich habe nur gesagt, wenn man diese Stände aufhält, dann hat man die Luft. Aber das reicht nicht. Aber wenn wir von den Reichtum geschlossen haben, werden wir keinen haben mit erwischen. Guck mal, jetzt haben wir die Autobahn. Und Sie sehen diese Schildchen hier drüben, nicht? Und da fallen dann die Paddelfahrer. Darf man Kahn reinfahren? Paddelboote auch. Die Wasserschutzbrille fährt gerade auch mit dem Schnellboot nicht, wenn sie bestimmt sind, nur starten. Man sollte sich ein bisschen an die Verkehrsregeln halten. Guck mal, dieser riesen Kahn da. Der liegt warten. Aber schauen Sie mal, wir haben doch nur Wald hier. Wenn wir den Wanderweg hier lang gehen, nach Polen, nach Polen, Polen, von der East, von East, an der Spree rauslaufen, das ist doch von an der Spree. It is some mountain. And you know, you can also Schauen Sie mal, hier haben Sie some where you can cut it. Yes, where you can eat and drink. Da kommt man mit dem Auto hier ran. Das ist hier, da müssen wir nicht mal mit dem Fahrrad zu Fuß rein, noch 3 Stunden, 4 Stunden, bis zu der Hochwaldtour ausbreiten. Beautiful colors. Und jetzt machen wir eben das, was bei uns an den Hafen früh dann erlesbar ist. Die ganz normale 2 Stunden, nur ohne Pause. Und wenn Sie sagen, wenn wir erledigt sind, wir wollen noch eine Pause machen, wollen wir da gucken, im Dorf noch ein paar Stunden zu Fuß gehen. Und können wir das auch machen? Ich habe damit kein Problem. Ich bin nur im Winter verheiratet, im Sommer bin ich sowieso weg, nicht? Das ist eigentlich, ich sag mal, ich biete es, wenn ich da vorne stehe, nicht an. Wenn ich sage, wir fahren eine gute Stunde, dann steigen die Gäste eher ein, weil sie sagen, das ist jetzt Abend in Ordnung. Aber wenn sie das mal im Krank wissen, wie schön das ist, dann sagen sie sich, wir können ja mal im Dorf mal schon zu Fuß da lang gehen, nur mal gucken, den Unterschied sehen vom Kahn her und vom Wanderweg her. Das ist schon interessant.